Hallo und herzlich willkommen in der Bastelgarage. Ich bin der Jürgen und begrüße euch natürlich wieder mal ganz herzlich zu einer neuen Folge aus der Bastelgarage. Wir machen heute einen Kreisschneider und zwar habe ich ja, ich verlinke das Video mal, ich glaube hier oben. Ich habe ja meine alte Scheppach, die steht hier, kann man das sehen, ja, gegen eine neue ausgetauscht. Das alte Modell war so 10 Jahre alt ungefähr und irgendwann ist tatsächlich mal Ende. Das, was mir aber bisher gefehlt hat, Moment, ich baue das mal gerade hier auseinander, das ist schon ein kleiner Hinweis darauf. Und zwar wollen wir heute einen Kreisschneider bauen. Das heißt, einen Kreisschneider speziell für die Bandsäge. Und damit kann man dann wunderbar diese Kreise hier, die kann man ganz toll sich herstellen. Es geht natürlich auch, dass man das in der kleinen Version macht, sagen wir mal für einen Handgriff oder solche Teile, wenn man Massivholz nimmt, als Unterlage für Töpfe oder Blumenuntertöpfe oder irgendwie so etwas für das drunter zu legen. Manchmal muss man auch, speziell hier in der Bastelgarage, Kreise in allen möglichen Formen und Größen haben. Und die kann man jetzt prima hier mit meinem Kreisschneider machen. Seid gespannt, wie das Ganze vonstatten geht. Kommen wir doch mal zu den Kleinteilen, die ich brauche. Also das ist jetzt eine Alustange. Die ist 2 cm breit, 20 cm lang und 5 mm dick. Dann habe ich hier solche Senkschrauben. Und zwar 6 mm. Und die passenden Unterlegscheiben, da weiß ich noch nicht genau, wie viel ich brauche. Und einen 6 mm Drehknauf, um das Ganze später hier festzudrehen. Des Weiteren habe ich mir aus meiner Funduskiste, das heißt, das ist eigentlich auch mein Problem, ich habe keine Ahnung, wie dieses Ding heißt, das muss als Dorn genutzt werden. Das ist hier schön glatt und hat hier unten, ich schraube es auseinander, hier ein Gewinde drin. Und da kommt eine, ich habe jetzt hier eine Imbusschraube drauf, die kommt da rein. Und diese Schraube weiß ich beim besten Willen nicht, wo man die bekommt. Man kann natürlich auch hier eine normale M6er Schraube nehmen, mit, auch wenn es geht, mit einem Senkkopf schön. Das müsste eigentlich genauso funktionieren. Das Teil hier habe ich nur genommen, weil das halt einfach so schön glatt ist. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal mit dieser Führung hier, legen wir los, wie ich die gebaut habe. Jetzt müssen wir hier und auf der anderen Seite jeweils seitenverkehrt einmal hier in 2 cm Entfernung. Und dann habe ich hier mit dem Streichmaß mir schon die Mitte rausgeholt. Das ist dann hier. Und auf der anderen Seite, das habe ich jetzt also seitenverkehrt. Auf der anderen Seite kommt 1 cm und auch die Mitte. Da hinein bohren wir jetzt erstmal eine Vertiefung, damit die Senkschrauben da drin verschwinden können. Das ist jetzt ein spezieller Metallsenker. Übrigens, das ganze Werkzeug, was ich so benutze, oder vieles davon, verlinke ich unten in der Beschreibung. Könnt ihr gerne mal nachsehen. Und hier machen wir jetzt erstmal eine Vertiefung rein, bohren dann Löcher rein und dann schneiden wir ein Gewinde rein. Hier, wo die Schraube reinkommt, da bohren wir nachher im Endeffekt ein 6 mm Loch rein. Das hier ist jetzt 4, damit bohre ich vor. Und auf der anderen Seite, da ist hier diese Schraube, die ist nur 4 mm. Da bohre ich also ein Loch mit 3 mm vor. Kommen wir zum letzten Bohren. Das ist jetzt ein Gewindeschneider und da schneiden wir jetzt auf der einen Seite ein 6 und auf der anderen Seite ein 4 mm Loch rein. So, dann wollen wir mal die Schraube da reindrehen. Und zwar geht es ja nur darum, dass die Schraube sich nicht mitdreht. Wenn ich jetzt das hier unten, da kommt der Drehgriff drauf und klemmt das Ganze fest, damit die Schraube sich nicht mitdreht. Ich unterbreche das ganze Video mal für eine ganz kurze Zeit und zwar
geht es ja jetzt mal wieder hier um diesen sogenannten Läufer und wie man den in das Schneidebrett, was wir jetzt im Anschluss erst bauen werden, einbaut, das will ich vorneweg nur mal kurz zeigen, damit ihr sehen könnt, worum es überhaupt geht. Legen wir das Teil mal hier rein. Ich drehe es mal gerade um. Dann kommen hier die Unterlegscheiben drunter und dann kommt hier dieser Knebel. Und damit kann man jetzt hier einfach unten drunter das Ganze hin und her schieben und verschiedene Kreisstärken einstellen. Und nun zum Bau des eigentlichen Kreisschneiders aus Holz. Fangen wir mal mit dem Holz an, was wir brauchen. Und zwar ist der Tisch jetzt hier 31,5 cm von der hinteren Kante bis nach hier vorne. Und hier vorne soll so ein Anschlag. Ich habe mir jetzt hier so aus Resthölzern, das sind 1,5 cm mal 2,5 cm Holz. Das soll hier vorne als Anschlag, weil der Tisch muss hier rangeschoben werden. Das heißt, dass ich dann hier einen Tisch, ja, das sind 32,8. Ich würde sagen, wir schneiden das Brett auf 33 cm. Und diese Länge hier, die habe ich jetzt mal spontan auf 65 cm festgelegt. War auch das alte Maß und das habe ich mir zurechtgeschnitten. Und dazu muss ich mir jetzt hier später mit dem Sägeblatt hier einen Schnitt reinmachen. Dazu muss ich aber die genaue Position haben. Und deshalb kommt auch erstmal hier an der Seite ein Brett drunter, damit ich die genaue Lage habe. Das hier ist jetzt der Anschlag, der ist 33,5 cm, den setze ich hier bündig mit der Ecke. Und das ist das Seitenteil, das ist 30 cm lang. Das geht nicht ganz bis hier hinten hin, das ist aber, spielt aber auch eigentlich keine große Rolle. Da kommt es nicht so sehr drauf an. Eine dritte Leiste kommt noch hier hin, aber das machen wir, wenn das hier eingeschnitten ist und ich die ganze Geschichte richtig ausgerichtet habe. Das hier ist wie gesagt der Seitenanschlag und das ist hier vorne. Das wird dann hier so drauf geschoben und durch diese Führung kann ich das jetzt schön einschneiden. Wir befinden uns jetzt unter dem Tisch. Wie gesagt, hier ist die vordere Haltung, hier hinten die andere. Und dieses Teil machen wir hin, damit sich der Tisch nicht beim Benutzen verschieben kann. Das passt schon mal prima. Allerdings habe ich das Problem, wenn ich jetzt hier Gewicht drauf gebe, kippt das Ganze. Und damit das hält, habe ich mir hier zwei Leisten zurechtgeschnitten. Die sind 22 mm breit, 1,5 mal, jetzt habe ich es wieder vergessen, und zwar sind die 31 cm lang, also 310 mm lang. Und die machen wir jetzt hier unten drunter, schrauben wir die mal drauf. Die Hölzer habe ich natürlich vorgebohrt und gesenkt, Schrauben reingemacht und dann machen wir das jetzt mal hier drauf. Schieben wir wieder drauf. So, damit ist die Kippelei, hört damit auf. Das ist der Schiebeschlitten oder der Schlitten, den wir nachher brauchen. Wie ich den gebaut habe, zeige ich euch dann gleich im Anschluss. Und dieser Pin hier, da kommt dann später das Holz drauf, was dann rund geschnitten werden soll. Und das dreht sich auf diesem Pin hier. Das ist ein 6 mm Pin. Und der, und das ist jetzt besonders wichtig, muss als hier der Mittelpunkt davon, der muss ein paar Millimeter vor dem Sägeblatt stehen. Deshalb zeichne ich mir das jetzt mal mit einem Winkel. Den habe ich hier hinten angelegt an. Also hier wäre ich am Sägeblatt dran. Und ich muss wenige Millimeter davor, ich habe jetzt 3 oder 4 Millimeter, muss ich jetzt mir hier die Mitte einzeichnen. Die Führung ist fertig. Jetzt habe ich eben noch meinen Mittelstrich an dem Brett. Und das muss jetzt, wie gesagt, das ist 20 mm breit. Da muss ich jetzt hier eine Nut reinfräsen, die also etwas mehr so 21 mm ist. Wenn das ein bisschen größer ist, spielt das keine Rolle. Ich habe das jetzt mal hier ausgemessen. Von der Mitte aus gehe ich hier 1,1 cm rüber. Und von der anderen Seite
auch 1 Zentimeter hier rüber. Ich habe mir das Streichmaß natürlich für beide Seiten unterschiedlich eingestellt. Mit dem Winkel verlängere ich jetzt hier diese Striche ein bisschen. Dann zeichne ich mir hier von diesem Einschnitt von der Säge 1 Zentimeter entfernt einen Strich und hier von der Oberseite 4,5 Zentimeter, also 45 mm. Und das hier muss ich mir jetzt rausfräsen. Ich habe das Brett jetzt hier mit Schraubzwingen festgemacht. Jetzt habe ich mir hier meine Fräse draufgesetzt mit dem Anschlag. Den muss ich noch ein bisschen ausrichten. Was natürlich wahrscheinlich wichtig ist, kann man das sehen. Also erstmal das Einrichten ohne Strom. Ich habe also den Akku rausgemacht. Das heißt, wenn ihr eine mit Kabel habt, Kabel ziehen oder irgendwas, weil das ist mordsgefährlich, wenn man jetzt da unten drin rumfummelt, um das ein bisschen zu überprüfen. Die Tiefe stelle ich mir folgendermaßen ein. Ich lege das hier drauf, überprüfe das hier natürlich, wie gesagt, immer ohne Strom, ohne irgendwelche Leistungen. Ich klemme das hier runter, das soll ein bisschen tiefer das Loch sein. Mache die fest und mache dann hier mit dem tiefen Anschlag die richtige Tiefe, stelle ich ein. Ich habe mir jetzt hier einen 16 mm Fräser reingesetzt und damit werde ich erstmal diese Seite ausfräsen. Danach verstelle ich die Fräse und mache die andere, weil das ist ja 22 mm breit oder 21 mm breit und mein Fräser ist nur 16 mm. Legen wir mal los. Die zweite Seite habe ich jetzt gerade eingestellt und fräsen wir mal los. So, jetzt tauschen wir den 16 mm Fräser gegen einen 6 mm Fräser aus. Die Schraube, die in der Mitte von dieser Führung hier durchkommt, die ist 6 mm. Also fräsen wir mit einem 6 mm Fräser. Übrigens, Werkzeug, Maschinen und Werkzeuge sind unten verlinkt. Wenn euch das interessiert, könnt ihr gerne mal unten reinschauen, was ich so alles an Werkzeug benutze. Jetzt habe ich natürlich vergessen zu prüfen, ob die Tiefe stimmt, weil dieses Metall darf nicht überstehen, weil sonst diese Platte, die ich später fräsen möchte, ausschneiden möchte, dann würde die halt hochstehen. Das muss hier eine Auflagefläche sein. Legen wir das mal rein. Oh ja, das ist maximal 1 Zentimeter tiefer, wenn überhaupt, das ist wirklich optimal. Jetzt habe ich ja hier diesen Drehpunkt, auf dem das Holz eingespannt wird, was wir rund schneiden wollen. Und auf der Seite unten haben wir die Schraube für den Drehknopf. Jetzt kommt das ja hier so rein und das bedeutet, hier ist der Drehpunkt, aber maximal kann ich halt, ich lege es mal zur Seite, die Schraube bis hier hinschieben, weil dieses Teil ja hier anschlägt. Also brauche ich auch nur bis hierhin hier eine Nut reinzufräsen, um dieses Teil hin und her schieben zu können. Jetzt fräse ich mir von diesem Punkt aus bis hier ans Ende der Nut, fräse ich mir jetzt diese zweite Nut rein. Das lasse ich jetzt mal hier drin liegen. Also ich habe jetzt nur diese Schraube, die später so rum hier durchkommt, um das Ganze zu führen. Die habe ich jetzt drin gelassen, setze mir den Fräser darüber und kann jetzt hier mir diesen Pin hier, das liegt ja jetzt genau da drin, die Schraube, kann ich mir dann genau mit dem Fräser hier hinten übereinander schieben, so dass ich genau die Mitte der Führung habe. So sieht das Ganze jetzt aus. Kann man hier den Schlitz sehen? Das, was leider nicht ganz so schön geworden ist, das ist hier unten. Da bin ich leider ein bisschen abgerutscht, hätte mir vielleicht auch einen Anschlag machen sollen. Und jetzt kommt eigentlich einfach dieses Teil hier durch. Wird von unten dann mit 3 Unterlegscheiben, habe ich in meinem Fall genommen, und diesem Drehknauf hier festgeschraubt. Damit könnt ihr dann hier
das Teil in jeder Position, die ihr haben möchtet, schön festschrauben. Und hier dreht sich dann das ganze Teil drum. Jetzt ist mir das Ganze aber hier an der Seite zu breit. Das ist ja der Schnitt, hier ist ja die Bandsäge. Und deshalb würde ich das gerne hier ein wenig einschneiden. Ich habe jetzt hier so eine Klebebandrolle, die habe ich mir in der Mitte draufgelegt. Und in meinem Fall passt das genau rechts und links mit 10 cm. So. Und dann kann ich hier schön die Rundung anzeichnen. Hier unten drunter befindet sich ja der Anschlag. Von diesem Anschlag bis hier ans Ende sind es 31,5. Da mache ich mir also auf jeder Seite bei 31,5 einen Strich. Und von hier oben aus in den Halbkreis hinein 6 cm. Nun verbinde ich hier den Punkt mit diesem hier. Und hier verfahre ich genauso. Schneiden wir das mal mit der Stichsäge schön aus. Machen wir noch schön ein bisschen die scharfkantigen Ecken hier rund. Jetzt bohren wir hier oben noch ein Loch rein, und zwar um das Ganze später an einem Haken oder einer Schraube an der Wand aufhängen zu können. Jetzt wird es Zeit, mal einen Kreis zu schneiden. Das hier ist jetzt 22 cm breit und lang. Und dann machen wir einfach, zeichnen wir uns die Mitte an. Und bohren dann hier mit einem 6 mm Bohrer in der Mitte ein Loch rein. Dann stellen wir jetzt hier vom Sägeblatt bis in die Mitte von diesem Pin hier, der sich hier noch bewegen lässt, sagen wir mal 10 cm ein. Ich schraube das hier unten drunter fest. Ziehe das Ganze ein bisschen wieder raus. Dann kommt das Brett hier drauf. So. Und während wir das jetzt hier ranschieben, sägt sich das schon mal hier herein. Wir können übrigens Kreise, Moment, ich zeige es mal gerade hier, die einen Radius von, ja, nicht ganz 20 cm, sagen wir 19,5 cm, einen Radius, also einen halben Kreis machen. Das sind dann 38 cm hätte der an Durchmesser, der Kreis. Den können wir maximal machen. Ganz kleine Kreise, wenn ihr euch zum Beispiel so einen Drehgriff für hier dieses Brett unten drunter festzuschrauben machen wollt, sagen wir mal von 5 cm Durchmesser, da müsst ihr natürlich ein kleineres Sägeblatt haben. Das hier ist jetzt ein 8 mm Blatt, die gibt es auch in, ich glaube, 3 oder 4 mm. Damit lassen sich dann auch so ganz kleine Kreise sägen. Das hat ja alles wunderbar geklappt. Ich bedanke mich bei euch. Leider ist auch dieses Video mal wieder zu Ende. Es ist, glaube ich, mittlerweile das 183. Was ich gedreht habe. Schaut einfach mal unten in der Liste, da findet ihr bestimmt noch mehr Sachen. Und wie gesagt, mir bleibt einfach nur euch zu danken für eure Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, dass es euch auch ein wenig Spaß gemacht hat, genauso wie es mir Spaß gemacht hat, diesen Kreisschneider hier zu bauen. Er wird mir noch, ich denke mal, viele, viele Jahre treue Dienste leisten, wenn man ihn auch nicht jeden Tag braucht, aber sowas sollte jeder in seiner Werkstatt parat haben, weil es fallen immer wieder irgendwelche Arbeiten an, die erledigt werden müssen. Und in diesem Sinne sage ich, ciao, bis demnächst. Gruß, euer Jürgen aus der Bastelgarage.